Jo, sehr gerne, Herr. Also, wir machen sogar ein Stück bei Fallout 4. Wir spielen auf jeden Fall weiter. Matthews spricht mit Ellie Fillmore. Verdeckt mit einem Freund, arbeitet weiter mit Vater zusammen. Dem Bastard. Mit seinem eigenen Sohn. Den wir mit einer Murph abknallen werden. Ja, da hat was aufgeleuchtet. Doch, da läuft was. Warte, Bruder. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckend es ist, in Ihrer Nähe zu sein. Viel los heute, oder? Ja, Fillmore. Es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Echt? Cool. Wie ist denn bei dieser Operation? Ich brauche mehr Infos. Ich weiß überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Worum geht's denn nun bei dieser Operation? Hey, ganz ruhig. Wir würden dich nie ohne die nötigen Infos losschicken. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinandergebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Mhm. Was ist ein Beryllium-Beschleuniger? Nichts gegen dich, aber die Details würden dir nichts sagen. Wir können damit die Reaktorleistung steigern und ihn schneller zum Laufen bringen als geplant. Du hältst mir den Rücken frei und ich kümmere mich um den Beschleuniger. Ja. Ist das wirklich nötig? Ich bin sicher, ich kann das auch allein. Ja, das ist es. Dieses Gerät ist nicht nur empfindlich, sondern auch alt. Ich kümmere mich darum. Du sorgst nur dafür, dass ich wieder heil zurückkomme. Ja, das wird's Problem sein. Das ist verkompliziert alles auf keinen Fall. Ich speichere mal kurz. Auf keinen Fall. Du kommst nicht mit. Du wärst eine Belastung. Also, das ist so ziemlich die größte Beleidigung, die ich seit langem gehört habe. Okay, dann gehst du also allein. Viel Glück. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich. Mir lade mal. Das wird doch ein bisschen hart. Okay, bitte mir doch mal dann die Antwort. Verkompliziert alles. Du kommst mit? Das verkompliziert alles. Eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich gehe nicht gern nach oben, aber ich werde dir nicht im Weg stehen. Dieses Gerät, das wir suchen, es ist sehr empfindlich und ziemlich alt. Nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber mir vertraue ich mehr. Soll das jetzt ein Aufstand werden oder können wir los? Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Da fällt mir was ein. Haben wir überhaupt noch die Quest für die Bruderschaft? Ja, haben wir sogar noch. Wir schauen mal, ob wir nicht irgendwo Waffen kaufen können. Hatte der noch was? Benötigen Sie zusätzliche Ist halt die Fresse, Vorräte? Ja. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Munition, Fusionszellen. Ach, super. Plasmakartusche. Ja, Handel abbrechen. Braucht man nix. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Na komm mit, Mutti. Wo ist denn die Alte? Ja, kommen Sie jetzt mit? Ach, da halt nett. Fahren wir alleine mit dem Chuchu-Aufzug. Chuchu! Schon pervers, was sie da jetzt aufgebaut haben. Bedenken, was sie für Materialien benötigt haben dafür. Wie viel Zeit? Gut, die haben 200 Jahre Zeit gehabt. Trotzdem für 200 Jahre sowas zu bauen. Mit stellenweise primitivsten Mitteln. Oder den nicht notwendigen, primitiv kann man jetzt nicht sagen, aber ne? Da ging's raus. Ab, mach mal auf. Muss ein bisschen einkaufen gehen, brauch Munition. Nee. Unzugänglich. Pfiff! Fräulein Etepetete kommt ja nicht mit. Oh.
Okay. Okay. Machen wir das halt. Das wusste ich jetzt aber nicht. Gut, dass wir nicht direkt gereist sind. Das hätte jetzt echt fatal enden können. Bruder! Ach, Multi hat mir da wieder ein scheiß Video geschickt. Da gestanden. Der Typ sagt immer, weil sie Dragon Ball Z verarschen, er sagt immer so, Bruder! Es ist übel, einfach übel, echt. Es ist. Komm mal zum Trinken her, es rast sonst vollkommen hier auf, du, ne? Immer so, Bruder! Oh Mann, so eine Scheiße. So, erstmal die tägliche Dosis Dröhnung. Also, falsch verstehen schon Schmerzmittel, ne? Ich weiß nicht, ob ich so sexy finde, wenn ich mich so beam wie so ein anderer. Ja, wir haben ein paar von denen gekillt. Ich hoffe, das macht nichts aus. Paladin Dance wartet drinnen auf dich, Rekrut. Jawohl. Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen typischen Ozongeruch. Alter, okay. Die tickt ein bisschen anders, die Frau. Oh, krasser Scheiß. Von der Ladezeit in die Ladezeit. Bei der Ladezeit. Da fängt ein Bootshaus. Ja, komm rein. Ja. Ich weiß nicht, ob die gut ausgerüstet sind. Ich gib's du. Echt keine Ahnung. Nee, ja, das ist leider so eine Sache. Hat mal aufgestanden, schmerztechnisch ging's gut. Ich habe schon relativ was Schmerzmittel nochmal wieder. Ja. Aber so ist es halt. Weil ich nicht umsonst früher in Rente. Ja, mit Schmerzmitteln könnte ich arbeiten, die entsprechend hart am Abend. Dann darf ich wiederum nicht. Deshalb auf einmal ist der andere Punkt so. Arbeiten Sie vom PC? Aha. Deswegen stellen wir es. Auf Befehl von ältester Maxen werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Fick dich. Weh, du klaust was von mir, Alter. Ich hau dich weg. Zum Brillium verlassen des Instituts kannst du einfach auf der Karte die Schnellreise nutzen. Allerdings nur, solange dir das Institut wohlgesonnen ist. Eines Tages werden wir sie töten. Die Schilder Bruderschaft ist für immer unseren Feind. Das ist natürlich schlecht. Da muss man echt höllisch aufpassen. Vor allem, dass wir uns dann verkacken mit der Railroad. Und dann gehe ich mich deinstallieren. Dann kann man ein Spiel schon von vor 20 Jahren laden, gefühlt. Und dann kann ich das mal ordentlich gut. Ich brauche im Grunde nicht großartig was nachspielen, wenn wir das schon vorgespielt haben, aber naja. Uff. Okay. Ich glaube, wir brauchen keine Hilfe. Oh, das ist ein paar kaputt, kann das sein? Nein! Ich abbauen. Wir bauen aber mal ein paar Wände auf. Hä? Da müssen definitiv ein paar Wände her.
ziemlichen Geschütz sind. Ja, der steht total dumm jetzt, ich weiß. Man hat in diesem Gegenzug schwerer durchzukommen. Die Maschinen müssen aus der Deckung schießen können. So. So. Die Maschinen haben Aimbot immerhin, ne? So ist es ja nicht. So, Level up. Und dann brauchen wir hier noch was anderes. Läden, Verkäufer. Was verkauft er? Achso, nur ein Verkäufer. Jetzt, ja, Waffen. Gastronomie, Klinik. Waffen. Meisterhändler. Wisst ihr was? Dann ändern wir das jetzt geschwind. So. Wenn die dann mehr Munition haben und so einen Scheiß, wenn mir das reicht. Weapons! So, Gastro ist wichtig. Und eine Klinik. Ich kann jetzt ein bisschen geschützter aufstellen. Und vielleicht sogar was Kleineres. Was Süßes. Hier im Hinterzimmer. Schön wäre es halt, wenn da ein gescheiter Boden drin wäre, ne? Leute, wir haben hier echt wenig Platz. Befehl. Klar. Verstehe. Du bist zugeteilt. Okay. 12 Betten, 12. Ihr könnt ein bisschen mehr Essen vertragen, muss ich sagen. Essen. Was braucht man denn noch? Außer Tomaten. Mais. Klingkorn war es doch, glaube ich, für irgendwas. Ich habe gar keinen Grad. Gut, Karotten kann man auch mal ein paar anpflanzen. Verstehe. So. Diese Ressource ist zugewiesen, das ist zugewiesen. Da war doch scheint wirklich was zu werden. Nur kein Klinkorn, da muss ich mal schauen. Okay, das haben wir auf jeden Fall. So, ich stampfe mal durch euer Gemüse. Hallo. Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Ja, alles cool. Freut mich, dass ich helfen konnte. Dein Timing war perfekt. Wer weiß, was uns ohne dich hier zugestoßen wäre. Na, passt doch. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Apropos, da fällt was anderes ein. Wie viel Wasser haben wir überhaupt? 10. Okay. So, Wasser hier. Kann man eigentlich da drüben gebrauchen. Schutz 65, ich dürfte eigentlich echt keinen Stress haben. So, jetzt möchte ich mal kurz Material tauschen. Entschuldigung. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, denke ich auch. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. So, Waffen, Munition, 308er,
45er Fusionskern. Fusionszelle brauchen wir nimmer. Schrotpatronen. Jo, Handel annehmen. So. Gut, das war schon mal das erste Dörfchen. Dann gehen wir aus Sanctuary Hills. Beziehungsweise, nein, das machen wir jetzt taktisch. Starten. Was haben die für ein Problem? Aber Navi Farm. Wir haben zu viele Leute, also wenig Bad Nines in beidem. Wir können auch mal einen umlegen, aber das ist wieder Stress. Das wollen wir nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Nein, getötet von uns. Wie konntest du nur? Indem ich einfach diesen Abzug. Das wissen wir. Wirklich, das wenn du. Aber warum? Karl! Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt einer zu viel sind. Warum mir ein Bett fehlt. Echt kein Plan. Ich weiß noch, dass wir da oben mal ausgebaut hatten. Bin ich doof? Ja, aber Nessie Farm, die braucht auf jeden Fall Schutz, sehe ich gerade. Bruder. Strukturen, Metall, Wände. Na, hör doch auf damit. Aber gibt's da nicht so ein Eckstück? Genau sowas. Ist das so ein rundes? Nee, das würde ich eigentlich nicht. Metallwände, sowas, genau. Weil Metall haben wir eh ohne Ende, von daher, da kommt ein bisschen was für Hölzer. Gut, damals hat man nicht so viel, wie wir die Farm gefunden hatten, ne? Das war auch eine riesige Farm, du heilige Scheiße. Weißt du, wie sie jetzt noch nicht so Stress hatten, wundert mich. So, das Bimbele noch weg. Die Klasse mal. So. Gibt's hier wieder eine Lücke? Dann kann man dich stehen lassen. Siehst du noch was? Da muss noch was rein dann. Ist nicht schön, es muss funktionieren, sage ich immer. Werden wir mal zum Metall mal los. Ich finde es halt schade, dass es immer so an einem Highpunkt nicht so irgendwie in die Erde reindrücken kann. Das ist echt schade. So natürlich, ja, aber das ist ja völlig egal. So, wieder ein Eckstück. So, dann wieder dich ran. Kann man das Gebüsch ja nicht verwerten? Scheint nicht so. So. Ich weiß ja gar nicht, ob wir überhaupt genügend bauen können. Geschütztürme.
Aber 22 Öl. Ist jetzt nicht so viel. Dann gibt es noch ein paar Schwachstellen. Wir können die Kollegen hier mitnehmen. Auch nicht so viel bauen. Wir können okay, ich dachte gerade, das greift jetzt wieder an. Naja, so richtig Just-in-Time-Moment. Komm mit, Bruder. Bruder! Du willst dir mal anschauen, so Dragon Ball Super verarschen. Ey, schmeiß dich fort, ohne Witz. So, dann sieht das Ganze eigentlich recht gut aus. Dann gucken wir mal, ob die Klingkorn haben. Das ist eine recht große Farm, da kann man da nicht was bisschen... Ich hätte nicht gedacht, dass es im Commonwealth noch gute Menschen gibt. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Schwester. Hier hätte ich aber gar noch ein paar, muss ich sagen. Ist ja doch recht offen ist. Wir haben keinen Klingkorn. Das ist schlecht. Wir brauchen hier auch einen Laden. Verkäufer, Rüstung, Waffen. Hier ist bestimmt einer, der nix arbeitet. Du arbeitest. Ich weiß nicht mal besetzt. Wir haben noch so einen Haufen Leute hier. Wo ist die ganze Bagage? Hallo. Pendy oder? Benötigt Lebewesen. Ah, da haben wir damals so ein schönes Bad gebaut, stimmt. Was sind die denn alle? Lebensmittel zugewiesen, echt jetzt? 1, 2, 3. Ah! Okay. Das bist du. Das haben wir 1, 2, 3. Was machst du? Die ist alle zugewiesen. Sicher. Es sind 10. Wir brauchen mehr. Problem ist aber, ich kein Klinkern. Leder, was gibt's noch? Rüstung, Verkäufer. Verkäufer halt noch interessant. Vielleicht vertickt einer von den Klinkern. Kommst du mal her und machst das. Verstehe. Ja. So, wenn die Klinkern verkauft, parallel brauchen wir noch ein paar Leute. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ach so, das war das Problem. Habe ich mal gekappt. So, jetzt aber. Hallo. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau... Knall da gleich deinen Kopf ab. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein... War ich zu schnell? Ich will nur ein bisschen handeln. Suchst du nach einer Waffe? Ja. Klar. Ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. Okay. Mein Loot ist noch da. Okay. Hallo. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Geht doch. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses Schrott, Munition, Conny. Nee, die hat nichts, was wir bräuchten jetzt. Dann kannst du wieder arbeiten gehen. Sicher. So, jetzt nochmal zu dir, Fräulein. Handeln wir. Suchst du nach einer Waffe? Ja. Klar, ich schau's mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Okay, die ist verpackt.
Okay. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Besucherzentrum. Okay, das ist irgendwo anders. Der Slug. Ja, warum sind da... Ah, ich muss den Teleptingern ein. Jetzt kann man wieder zurück. Ah. Shit. Fuck it. Also das müssen wir... Ah, das müssen wir da was um. So, darum kümmern wir 20 Kubik, die ohne Leute dort sind. Ich hab keinen Bock drauf. Jetzt komm, schon will ich zum Aggressor dran. Mach hier bam, 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 bam. Bam. Ich hoffe, es ist mit der Festplatte klappt jetzt, wie es besprochen war. Vielleicht kaufen wir echt jetzt noch eine. Wer ist da? Halt die Fresse. Die sind schlecht aufgestellt. Das ist sie. Hä? Habt ihr in den Betten? Was wurde mir hier von Scheiß erzählt? Farm der Dalton, sehr gut, das ist woanders. Das kann nicht sein, dass Saladrive keine Betten hat. Ich glaube, das ist ein Bug. Wenn es jetzt echt ein Bug ist, dann setze ich kurz einen Cut und gehe die ganzen Dinger durch. Ah, so eine Scheiße. Weil es kann definitiv dort gar nicht sein, dass die keine Betten haben. Sie sag es nicht. Was? Findet sie. Mir wird schlecht. Ja. Ich glaube, hier gibt's Arbeitslose. Spezialstrukturen, Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, Läden, Verkäufer, Waffen. Ab, mach mal hin, muss was kaufen. Hi. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Klinkhorn, perfekt. 308er brauchen wir. Schrotpatronen. Ja, sind wir doch normal. Gut, dann müssen wir da kurz. Da weiß ich aber, das ist die Abernathy-Farm, wo wir gerade waren. Ja. Dann die Dinger mal deaktivieren. Jetzt haben wir gleich ein Riesenproblem. Dann müssen wir Klinkhorn anbauen, Klinkhorn anbauen, Klinkhorn anbauen. Das machen wir auf Abernathy-Farm. Da müssen eigentlich genügend Leute vorhanden sein. Wobei, das ist eigentlich mal verkehrt, dass wir das Ding vielleicht eingelassen haben. Dann kommen mehr. Weil die haben halt Platz ohne Ende. Seid ihr eigentlich beide dumm? Okay. So. Verstehe. Hast du jetzt Arbeit? Die ist zugewiesen, halt die Fresse. Sicher.